8 Jahre ist es jetzt her, dass eine meiner absoluten Lieblingsserien zu Ende ging, und zwar Dexter. Das war im Jahr 2013 und Dexter ist wirklich ein Charakter, der nicht nur der sympathischste Serienkiller aller Zeiten war, sondern ein Charakter, den ich und ich glaube auch viele Fans da draußen wirklich ins Herz geschlossen haben, der interessant war und charismatisch und man jede Woche da gesessen hat und wissen wollte, wen Dexter denn als nächstes umbringt und was mit seiner Schwester passiert und seinem Kind passiert und überhaupt noch so los ist in Miami. Jedoch muss man auch sagen, dass nach Staffel 4 die Abwärtsspirale eingesetzt hat bei Dexter und es wurde immer schwächer und schwächer. Klar, es gab mal ein paar Höhen und Tiefen und diese Abwärtsspirale, die hat ihr trauriges Ende genommen mit dem Finale von Staffel 8. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, dass ich sage, dass das Staffelfinale wirklich dermaßen schlecht ist, dass man es am liebsten aus dem Gedächtnis streichen wollte und sich nochmal einen richtig schönen Abschluss für Dexter Morgan gewünscht hat. Und diese Gebete, die wurden anscheinend erhört von keinem geringeren als Clyde Phillips, dem Showrunner der ersten 4 grandiosen Staffeln von Dexter. Und der hat sich gedacht, Dexter Morgan, der verdient nochmal ein richtiges Finale und hat deswegen nochmal eine für sich stehende Staffel gemacht, nämlich Dexter New Blood. Die Serie oder die Extra-Staffel, die gibt es seit heute bei Sky zu sehen und wird wöchentlich ausgestrahlt. Und dazu muss ich auch nochmal sagen, ich habe bisher auch nur die erste Folge gesehen, deswegen versteht das Ganze hier bitte als eine Vorabkritik, um euch mal so ein bisschen zu sagen, wie die Serie oder die erste Folge bisher so ist und was uns denn noch so erwartet. Dexter New Blood spielt 10 Jahre nach dem Staffelfinale von Staffel 8 und wir verlassen auch das warme Miami und kommen in dieser Staffel in eine winterliche Kleinstadt im Norden der USA. Dexter Morgan hat auch übrigens einen neuen Namen angenommen und heißt ja James Lindsay und arbeitet als Angestellter in einem Jagdgeschäft. Das ist auch für die Geschichte noch ganz wichtig und man merkt auch wirklich von der ersten Folge oder von den ersten Minuten schon an, dass Dexter oder besser gesagt James jetzt ein neues Leben führt. Er hat nämlich das Töten abgelegt und das fällt nicht nur auf, wenn er in der Stadt ist, dass er irgendwie sich ein bisschen verändert hat, sondern hier und da, schon in der ersten Folge, geht er auf die Jagd. Merkt dann aber, dass er einfach nicht töten kann. Er schafft es nicht, den Abzug zu drücken und das ist irgendwie auch so eine Weiterentwicklung des Charakters, die dann immer mehr in der ersten Folge schon erzählt wird. Und außerdem hat er noch eine Beziehung mit einer Polizistin angefangen. Und jetzt weiß man auch noch nicht, ist das alles nur Tarnung oder aber hat sich Dexter wirklich komplett verändert. Und das sind alles so Veränderungen, die machen Sinn für die Figur und sind auch spannend, gerade für den Erzählfluss. Es gibt aber auch ein paar alte Muster, in die er dann wieder verfällt und die uns natürlich an die alte Dexter-Serie erinnern lassen. Wie zum Beispiel die Schwester von Dexter, Deborah, die zurückkehrt. Und Deborah war einfach ein Charakter, die mochte ich wirklich gern, die war cool, die war edgy, die hat für mich nicht genervt und ich weiß, für einige war das so eine kleine Nervensäge, aber ich fand sie irgendwie cool, ich habe sie wirklich gemocht. Und eine Sache muss ich jetzt noch sagen, ich gehe natürlich auf die alten Staffeln jetzt ein. Das heißt, hier wird ein bisschen gespoilert, was die ehemaligen 8 Staffeln angeht. Schließlich sind die 8 Jahre her und wenn ihr die bisher noch nicht gesehen habt, dann holt ihr die vermutlich auch nicht nach. Und ja, nach dem Tod von Deborah in Staffel 8 dachte man jetzt eigentlich nicht, dass sie zurückkehrt, aber sie ist gewissermaßen so ein neuer Harry für Dexter, die hier und da mal erscheint, aber nicht so nervig ist wie Harry. Irgendwann habe ich genug von Harry gehabt in Dexter, ich brauche die nicht mehr, der hat auch der Serie nichts mehr hinzugefügt. Und bisher kommt diese Figur von Deborah sehr akzentuiert vor. Die kommt hier und da mal vor und nicht die ganze Zeit, nur dann, wenn es wirklich mal wichtig ist und es vor allem auch für Dexter wirklich mal Sinn macht. Und sie ist gewissermaßen so ein bisschen die Stimme der Vernunft. Gerade wenn Dexter irgendwie mal Blut sieht oder was anderes sieht, was ihn dann früher erinnert an das Leben, von dem er ja eigentlich Abstand nehmen wollte, dann kommt sie und versucht ihn da so ein bisschen rauszuholen. Und dazu muss ich aber auch sagen, dass ich persönlich eher die edgy Version von Deborah mir gewünscht hätte, die so ein bisschen mehr flucht und mal hier und da ein bisschen ja aneckt, aber ich muss auch sagen, das hätte wahrscheinlich weniger Sinn gemacht. Schließlich ist sie ja jetzt die Stimme der Vernunft und auch ein bisschen bodenständiger und so passt es aber auf jeden Fall für diese Staffel, für das, was sie hier irgendwie sein soll. Und ihr merkt schon, Dexter hat jetzt so ein neues Leben und ein altes Leben und Dexter ist aktuell genau in der Mitte davon und in diesem Wendepunkt seines Lebens sehen wir ihn jetzt hier wieder und begleiten ihn auf seiner neuen Reise. Und im Kern ist er dann doch wieder
der Alte, auch wenn er hier und da ein bisschen eingerostet ist. Und er wird natürlich wieder verkörpert von Michael C. Hall. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, als ich Dexter damals, ich glaube, das war 2007 oder so, 2006 kam die Serie raus in den USA, diesen Charakter verkörpert hat. Das war so ein richtiger Trend. Das war so der Trend der Anti-Helden. Wir hatten Don Draper, wir hatten Walter White als Heisenberg und viele Helden oder besser gesagt Anti-Helden kamen so in die TV-Geschichte rein. Und das hat alles so ein bisschen begonnen mit Tony Soprano in den Sopranos. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich darüber ja auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, was uns überhaupt so fasziniert an diesen amoralischen Protagonisten. Denn es sind ja immer noch Protagonisten. Wir fiebern mit ihnen mit und verzeihen ihnen sogar, wenn sie jemanden umbringen. Und dafür braucht es eben auch einen Schauspieler, der das alles verkörpern kann, der eine Tiefe aufbringt. Und das schafft eben Michael C. Hall nicht nur damals, sondern jetzt auch eben wieder. Er schafft diese kleinen feinen Nuancen, dass man ihn einfach sympathisch findet, dass man mit ihm mitfiebert. Und das hat noch ganz andere Gründe, warum man diese Person mag, wie zum Beispiel, dass es immer eine Figur gibt, die noch schlimmer ist als diesen Protagonisten, der ja eigentlich amoralisch ist, den wir präsentiert bekommen. Und es gibt da die verschiedensten Aspekte und ich finde es immer noch faszinierend und ich finde auch diesen Charakter immer noch faszinierend. Und man möchte einfach sehen, und das sieht man hier auch wieder, wenn Dexter eben jemanden umbringt. Irgendwie schlägt das Herz dann wieder ein bisschen höher. Irgendwie freut man sich dann mit ihm mit, wenn Dexter wieder zuschlagen kann. Und das macht auch genauso viel Spaß, wie es eben wirklich in den ersten Staffeln ja Spaß gemacht hat, wenn man es dann wirklich Spaß nennen darf oder kann. Ne? Und Dexter ist aber hier und da auch wieder ein bisschen anders geworden. Es gibt keine inneren Monologe mehr wie früher, die ich auch wirklich gut fand. Die hat man hier gestrichen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht nochmal in den nächsten Folgen wieder auftauchen. Dexter hat ja auch einen neuen Namen und heißt jetzt James Lindsay. Das ist übrigens eine Anlehnung an den Autoren der Bücher. Ja, Dexter hat eigentlich eine Romanvorlage und der Autor, der heißt Jeff Lindsay. Aber natürlich ist Dexter nicht die einzige Person in dieser Kleinstadt im Norden der USA, sondern es gibt noch ein paar andere, wie zum Beispiel die Polizistin, mit der er gerade eine Beziehung hat und deswegen hört er hier und da auch manchmal was der normale Bürger nicht so hören würde, gerade was so das Verbrechen in der Stadt angeht. Und dann gibt es auch noch den Ladenbesitzer, der homosexuell ist. Man merkt einfach der Serie an, dass sie versucht, so ein paar diversere Charaktere einzubringen, die aber auch zur heutigen Zeit passen. Und ich finde es auch wichtig, dass man die eben integriert in eine Serie, ohne dass es eben aufgesetzt wirkt. Und es gibt auch ein paar alte Bekannte, aber das müsst ihr denn in der Serie selber sehen. Also ich muss wirklich sagen, mir hat die Serie bzw. die erste Folge richtig gut gefallen. Ich finde es schön, dass wir jetzt einen etwas anderen Dexter präsentiert bekommen, der auf eine Art ein bisschen anders ist, aber auf der anderen Seite doch noch der alte Dexter Morgan ist, den wir kennen und lieben gelernt haben. Und bei diesem Scheideweg, bei dem man sich jetzt gerade befindet, bei dem begleiten wir ihn jetzt. Und jetzt heißt es, wo geht die Reise hin? Wen ermordet Dexter Morgan noch so? Und was passiert in der Serie? Und wer wird der wirkliche Antagonist? In der ersten Folge gibt es so ein paar Hinweise schon, was uns erwartet. Und ich finde, die Hinweise, die sind wirklich gut gelegt. Die Nebencharaktere, zu denen kann ich bisher noch nicht so viel sagen. Das sind aktuell noch so ein paar Abziehbilder von irgendwelchen Charakteren, die sonst in anderen Serien und Filmen so gibt. Die finde ich bisher nur okay, aber da hat Dexter New Blood noch ein bisschen Zeit, die weiter zu charakterisieren und zu beweisen, dass die doch noch Sinn machen in eben dieser Kleinstadt und auch in der neuen Staffel. Also ich freue mich wirklich, wenn es nächste Woche weitergeht. Bleibt auf jeden Fall am Ball und von mir für die erste Folge und vielleicht auch für die restliche Staffel, wer weiß, gibt es bisher wirklich gute 8 von 10 möglichen Punkten für Dexter New Blood. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass Dexter jetzt doch vielleicht nochmal das Ende bekommt, was dieser Charakter wirklich verdient hat. Und ich finde es schön, dass der ehemalige Showrunner von Staffel 1 bis 4 jetzt wieder an Bord ist. Das merkt man auch. Die Aufnahmen sind aber wirklich ein bisschen professioneller als damals in den Zeiten, wo es noch in Miami alles gespielt hat. Und ich finde es schön. Ich finde, das ist wirklich eine gute Weiterentwicklung. Und das ist hier und da auch mal ein bisschen Fanservice oder eine Erinnerung an die alte Zeit, ohne zu sehr Fanservice zu sein. Und ja, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon die erste Folge gesehen habt und wie euch Dexters Rückkehr denn so bisher gefällt. Lasst es mich wissen und dann sehen wir uns bald wieder zu einer neuen Kritik oder aber zu einer neuen Analyse. Macht's gut, ciao!